Hallo und willkommen. Mein Name ist Vagnon Chumpway und heute klären wir die Frage, lohnt sich Dogorax oder Dogorax oder Dogorax? Irgendwie sowas in der Art. Es ist auf jeden Fall ein sehr schräger, sehr fremder, außerirdischer Planet, wie man vielleicht schon am Hintergrund sehen kann. Und dieses Spiel von Team Shuriken kann man wirklich, wirklich, wirklich schlecht beschreiben. Deshalb kann man es einfach eigentlich nur zeigen. Los. Wer bin ich? Und wie viele? Wo bin ich? Und warum? Wie bin ich hierher gekommen? Und die allerwichtigste Frage, wer zur Hölle steckt da seine Zunge in meine Nase? Ja, das ist alles, womit man hier erstmal gelassen wird. Das Ganze fängt ein wenig schräg an, wie man schon sieht. Alles, was man weiß, man ist ein Mensch, abgestürzt da auf einem fremden Planeten und möchte nach Hause. Und übrigens ist es schon möglich, direkt auf dem ersten Bildschirm zu sterben. Das nur mal so nebenbei. Man hat schon gesehen, es gab kein Optionsmenü oder ähnliches, deshalb den Sound unbedingt erstmal im System leiser drehen, bevor man das Spiel startet. Es ist ziemlich krass, ja. Und ansonsten ist hier sehr, sehr viel, sehr, sehr tödlich. Die Steuerung wird leider nirgendwo so richtig angezeigt, obwohl da Joystick steht, wird Xbox Gamepad nicht erkannt, deshalb am besten mit Tastatur spielen. Man braucht wirklich nur die Pfeiltasten und Steuerung, um, wenn man den Sprung nicht versagt, so wie ich an dieser Stelle, erstmal wenigstens, wuhu, Basic Jumping zu beherrschen. So, ein gigantischer Roboter. Und was gibt's denn hier noch so? Es gibt Anime-Waifus. Ja. Viele, viele, viele. Übrigens, ja, da war ein Panty-Shot. Und da hat's ihr einfach mal das Fleisch von den Rippen gehauen. So. So funktioniert nämlich Diät. Ja, also es gab wohl mal die Mission, diesen Planeten zu kolonialisieren. Allerdings ist der Planet schon bewohnt und er wehrt sich gar heftig. Die Traumsequenzen hier sind immer so eine Art, nicht ganz Kapitelübergang, denn die Kapitel sind nochmal ein bisschen was extra. Dann gibt es auch noch Speicherpunkte, beziehungsweise es gibt eigentlich keine richtigen Speicherpunkte in diesem Spiel, sondern es ist eher so, dass das Ganze, wie in der guten alten Zeit, über Passwörter gemacht wird. Das heißt, es finden sich immer wieder Passwörter in der Spielwelt, die man sich aufschreiben muss, so mit Stift und Papier so richtig, um dann entsprechend weiterspielen zu können. Allerdings, so lang ist das Spiel nicht. 6 Kapitel insgesamt zu, ja, habe ich da etwa nicht gut aufgepasst? Kann das sein? 6 Kapitel und das Ganze geht so ungefähr eine Stunde, maximal 2, wenn man wirklich alles erkunden möchte und übrigens auch alle Tode sehen möchte. Wie man sieht, das Ganze ist ein bisschen schräg, denn obwohl wir tot sind, leben wir weiter. Wir spielen immer noch, wie man sehen kann. Und das Leben hier verspottet uns ein wenig und entscheidet dann so, nö, fällt aus wegen es nicht. Aber zum Glück, haha! Wie gut, dass wir wiederbelebt werden. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann können wir das Ganze doch gleich richtiger machen. So. Weg. Ja, man sieht schon, das ganze Spiel ist wirklich ein ziemlich krasser LSD-Trip. Ist ultra brutal an vielen Stellen und wirklich, wirklich, wirklich schräg. Und es gibt das an der Stelle noch Secrets. Man gibt hier immer wieder kleine Minispiele. Deren Ziel ist es einfach, innerhalb einer bestimmten Zeit, die nicht besonders lang ist, auf dem Bildschirm entlang zu fliegen und den Kugeln auszuweichen, die übrigens immer, wenn sie abprallen, direkt auf die aktuelle Position des Spielers zu fliegen. Also ist das Ganze relativ leicht, wenn man es mal durchschaut hat. Und dafür gibt es dann ein bisschen Lore. Hier zum Beispiel erfahren wir mehr über unseren Charakter, der offensichtlich einen schlechten Friseur hat oder sich eben selber mit einem Rasenmäher die Haare geschnitten hat. So viel dazu schon mal. Was man relativ früh noch im Spiel lernt, ist, dass es wohl eine Priesterin auf Dogorax gibt, die die Erde komplett auslöschen möchte. Und hallo du, wir machen dich lieber kaputt, denn das sieht nicht gesund aus, was hier passiert. Allgemein sieht hier sowieso sehr viel sehr nicht gesund aus. Der Grafikstil ist ganz schön, er hat ein bisschen was halt von Cartoons, wenn man mal von den Anime-Mädels, die hier irgendwie überall verstreut auftauchen, wie zum Beispiel auch hier wieder, absieht. Sehr, sehr cartoonisch sogar gehalten. Und das auch auf einem sehr hohen Niveau, wie wir gleich sehen werden, wenn wir hier mal ganz kurz warten.
und uns diesen riesigen Schädel anschauen und uns in einer Tour einfach nur denken, what the fuck. Im Übrigen, ja, zahlreiche Tode und einige davon habe ich schon übersprungen auch. Das heißt, wenn man wirklich ein bisschen Spaß haben möchte und sich einfach mal angucken möchte, was hier so alles passiert, dann lässt man sich einfach mal fangen. Und okay, was auch immer du uns da sagst, es ist nicht gut. 9 Monate später. Ja. Ich glaube, dazu muss man wirklich nicht viel sagen. Dieses Spiel ist hochgradig abgefuckt. Aber auf eine sehr gute Art und Weise. Lässt sich, wie gesagt, in 1 bis 2 Stunden gut durchspielen. Man muss nur aufpassen. Und man muss es genießen. Dann hat man auch die vollen 2 Stunden. Ansonsten entsprechend natürlich ein bisschen weniger, wenn man hier einfach nur durchrennt, was auch gut möglich ist. Es ist im Prinzip wirklich nur von A nach B laufen, Dinge kaputt machen oder über Dinge hüpfen. So ein Mini-Space-Invader-Ding hier einfach mal über sich ergehen lassen und sich denken, wie zur Hölle kommt man auf diese Idee? Spiel. Aber offensichtlich ist es möglich. Und übrigens auch mal links und rechts immer wieder mal gucken, was passiert. Denn man kann so einige Easter Eggs noch finden. Und immer wenn man sich gerade denkt, okay, jetzt ist das Spiel irgendwie langsam verbraucht, langsam habe ich, glaube ich, alles gesehen, was es hier zu sehen gibt, es kann gar nicht abgefuckter werden, dann kommt das Spiel an und versetzt einem nochmal den Todesstoß und verwechselt einfach komplett die Art, was es eigentlich darstellen will. Wie zum Beispiel gibt es eine Turrican-eske Passage, das sah zwar jetzt auch schon sehr nach Turrican aus, aber es gibt noch eine, die noch ein bisschen heftiger daran erinnert. Und übrigens, guten Tag. Haben wir uns zu sehr an die Waffe gewöhnt? Tja, jetzt können wir wieder nur noch springen. Und zwar möglichst schnell. So. Und haben ein neues Bonus-Game. Wie gesagt, die funktionieren alle ähnlich. Im Hintergrund sieht man schon so ein bisschen, was ist. Ist im Endeffekt immer Lore zum Spiel, die man sich damit freischalten kann. Also, nettes kleines Gimmick. Nur schade, dass man mit dem Lesen der doch ziemlich lustigen Dinge, die hier eigentlich geschrieben sind, immer ein paar Sekunden warten muss, um weiterzukommen. Spielmechaniken, wie gesagt, nicht viel, aber wird doch immer wieder gut durchgeschüttelt und auch das, was auf dem Bildschirm passiert, wird regelmäßig sehr, sehr gut durchgeschüttelt, sodass man sich immer wieder und immer wieder denkt, what the fuck, was ist hier eigentlich los, warum und wie viele, wer hat das gebaut und was hat er genommen und kann ich was abhaben? Er zum Beispiel wollte auch was. So, damit möchte ich eigentlich gar nicht weitermachen. Denn jeder weitere Screen, beziehungsweise allgemein jeder Screen in diesem Spiel, ist ein Spoiler. Und ja, das Ding muss man einfach selber erlebt haben. Regulär kostet es etwa 7 Euro in Sales, meistens so um die 99 Cent. Also kann man sich durchaus mal geben, dass so 2 Stunden wirklich beste Unterhaltung, wenn man auf abgefucktes Science-Fiction-Fantasy steht. In dem Sinne war es das mit diesem Video. Mein Name ist Vergonaut Chumpway. Bis zum nächsten Mal.